Hallo. Hallo. Lola Renner, mein Name. Ja. Ich suche meine Schwester Sandra Renner. Sandra Renner. Die liegt hier vorne links im ersten Zimmer. Dankeschön. Meine Stiefschwester hat sich vor einer Woche bei einer Fahrradtour einen Arm und ein Bein gebrochen. Seit sie sich vor einem halben Jahr von ihrem Freund getrennt hat, läuft es echt schlecht. Sie hat nur noch Pech. Ich habe gedacht, wenigstens das Schwimmtraining und das Fahrradfahren machen ihr noch Spaß. Aber jetzt hat sich das Bild von meiner Schwester komplett geändert. Schatz, was ist denn hier los? Wieso massierst du meiner Schwester die Füße? Hallo? Hilfe! Carsten? Yvonne, kannst du mal bitte schnell kommen? Hallo? Was ging da gerade ab? Ich liebe Carsten über alles und möchte eigentlich nur, dass er wieder gesund wird. Aber das mit meiner Schwester, ich verstehe es nicht. Was soll das? Ja, also ich bin ins Zimmer reingekommen, dann ist er plötzlich aufgestanden und direkt auch umgekippt. Wer sind Sie? Ich bin die Freundin. Die Freundin? Ja. Und ich sah von jetzt auf gleich umgekippt? Genau, er ist aufgestanden und ist dann umgekippt. 37 Grad. Hat er das denn schon mal gehabt? Nein. Bisher noch nie. Er hat auch keine Vorerkrankungen oder irgendwie sowas. Er hatte vor einem halben Jahr mal eine Wirbelstauchung, weil er ist falsch umlehre und hatte da einen Unfall. Aber ansonsten. Das war aber nur eine Verstauchung. Da war nichts gebrochen oder eine andere Verletzung im Kopfbereich. Nein, gar nicht. Oder dergleichen. Ja, da müsste er schon, denke ich mal, so ein CT vom Kopf machen. Ja, melde ich CT. Ja, melde das bitte mal an Steffi. Ja, liebe ich. Die Ohnmacht kann mehrere Ursachen haben. Das können zerebrale Ursachen haben. Das kann ein Schädel-Hirn-Trauma sein, ein Unfall. Das kann eine Epilepsie sein. Das kann eine medikamenteninduzierte Ohnmacht sein, Drogen assoziiert. Und die Ursachen sind vielfältig. Denen muss man natürlich alle nachgehen. Die ist nicht frei. Ist nicht frei. Ja, dann macht man MRT, dann meldet man MRT an. Ja, dann aber MRT, jetzt sofort. Wir müssen sofort durch, der ist schwer gestürzt. Ja, alles Wirklich? Klar. Ja, tschüss. Wenn wir zur Untersuchung fahren, vielleicht vor dem Weiteraum auch Platz nehmen. Ja, sonst würde ich vielleicht zu meiner Schwester. Die liegt oder ja auch so, hier. Genau. Kann der auch. Durch zu ihrer Schwester, genau. Ja, wissen Sie denn, wie lange das dauert? Das wird ungefähr 20 Minuten dauern. Ja, okay. Dann sind wir mit der Untersuchung fertig, ja? Okay. Super. Klar. Danke erstmal. Nicht zu danken. Sehr, sehr gerne. Wir kommen gleich auch noch mal zu Ihnen. Ich habe gehofft, dass ich die Situation jetzt einfach aufklären kann. Es ist ja nicht normal, dass mein Freund meiner Schwester die Füße massiert. Was geht da vor sich? Ich habe einfach gehofft, dass es eine ganz einfache Lösung dafür gibt. Sandra. Hör mal, Carsten. Der ist stabil. Er ist stabil. Das ist mein Freund. Mich interessiert jetzt erstmal, wie der hier gesessen hat und dir die Füße massiert hat. Wo, in welchem Film bin ich denn hier? Also ich weiß, dass es dein Freund ist. Der hat mir nur die Füße massiert, weil ich es nicht selber machen kann. Das weißt du doch. Ich hatte doch einen Unfall. Ja, aber dann rufst du gerade ihn an und er kommt nach hier und massiert dir die Füße, obwohl du weißt, dass ich komme. Du bildest dir was ein. Was glaubst du eigentlich? Ach. Er ist doch dein Freund. Okay. Ja, ist mein Freund. Ich habe ihr natürlich geglaubt. Das ist immerhin meine Schwester. Aber es kam mir trotzdem alles sehr komisch vor. Entschuldigung, ja. Haben Sie vielleicht eine Vase für mich? Ja, klar. Ach, heute gibt es Blumen? Ja. Ach, das ist aber schön. Gestern gab es ja schon Kuchen, heute Blumen. Und da massiert ihr ja noch jeden Tag die Füße, oder? Echt? Also, ich krieg das hier jeden Tag mit. Danke. Sandra, ist das dein Ernst? Er ist jeden Tag hier. Mein Freund ist jeden Tag hier. Ja, wieso? Und massiert dir die Füße? Wieso? Wieso ist mein Freund jeden Tag hier und massiert dir die Füße? Das kann doch nicht sein. Er ist halt fürsorglich. Er gehört für mich fast schon zur Familie. Ich meine, ihr seid seit 4 Jahren zusammen. Ich bitte dich, was hat denn... Habt ihr eine Affäre? Nein, spinnst du? Was denkst du eigentlich von uns? Ja, jeden Tag ist er hier. Also wenn du mir nicht die Wahrheit sagen willst, dann gehe ich jetzt zum Carsten und frage ihn. Ich wusste gar nichts davon, dass mein Freund hier jeden Tag meiner Schwester die Füße massiert. Hat mich meine Schwester vorhin gerade angelogen? Mein Freund sollte eigentlich zu Hause sein, sich auskurieren. Hallo. Hallo. Gibt es schon Neuigkeiten aus dem MRT zu meinem Freund? Kann ich Ihnen noch nicht genau nachsagen. Wir kriegen in ca. 5 bis 10 Minuten. Da müsste jeden Moment fertig sein und kriegt auch das Ergebnis. Okay, super. Ich habe da mal noch eine Frage. Ja? Und zwar, meine Schwester liegt ja auch hier. Die hatte ja damals diesen Fahrradunfall.
Wissen Sie da, wer der behandelnde Arzt damals war, wer da war, wie das wirklich abgelaufen ist? Ich würde nämlich gerne so ein paar Hintergründe mal wissen. Kann ich gut verstehen und nachvollziehen, aber genau das kann ich Ihnen, sage ich mal, nicht erzählen, weil es unterliegt ja auch so der ärztlichen Schweigepflicht. Das Einzige, was ich so sagen kann oder vielleicht Sie vielleicht ein bisschen beruhigen kann oder dass Sie nachfragen, weil Ihr Freund war ja dabei bei der Aufnahme, der war ja direkt dabei von Anfang an. Wie bitte? Und dann muss er Ihnen doch da alles erzählt haben. Sag ich, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe ja einmal die Ergebnisse auf dem Tablet. Okay. Perfekt. Meine Schwester hat mich noch nie belogen. Und sie kam mir auch verletzt vor von dem Vorwurf von mir. Aber was soll denn diese ganze Geheimniskrämerei? Lola ist schockiert. Ihr Freund Carsten hat offenbar eine extrem enge Beziehung zu ihrer Schwester Sandra. Bevor sie den 27-Jährigen damit konfrontieren kann, hat Dr. Athanasios Papadakis einen Verdacht, was die plötzliche Ohnmacht ausgelöst haben könnte. Man sieht allerdings so eine Schwellung im Halsbereich in der Nähe der Gefäßgabelung der Hauptschlagadern rechtzeitig. Und dann muss man natürlich jetzt weitere Untersuchungen machen, weil das könnte eine mögliche Ursache sein für diese Ohnmachtsanfallsituation von ihm. Wie kommt das denn? Also woher kommt das, diese Verengung? Oder? Da muss man natürlich viel weiter abwarten. Man müsste natürlich erstmal das Labor, die Ergebnisse des Labors abwarten, denn er war ja auch so ein bisschen fiebrig. Er könnte eine Entzündung haben. Das kann auch eine, es ist wie so eine Art tumoröse Raumforderung. Die muss nicht immer bösartig sein, kann auch gutartig. Da muss man natürlich nachgehen, warum, wieso, weshalb. Nichtsdestotrotz, man sollte dann auch von dieser Veränderung auch so eine Biopsie nehmen. Also das ist wirklich ein Tumor? Das ist wie so ein Tumor, der auf die Gabelung drückt. Oh Gott. Wenn man eine Weichteilschwellung hat, auch wenn man hohe Entzündungszeichen hat, kann man definitiv auch keine krebsartige Veränderung ausschließen. Das kann man letzten Endes nur dann ausschließen, wenn ich Gewebe gewinne, was man durch eine Stanzbiopsie durchführt. Danach kann man genau die Zellen oder das Gewebe untersuchen und daran auch entartete Zellen, Krebszellen feststellen. Oh, mein Vater hat erst vor ein paar Jahren Krebs. Versuchen Sie sich mal ein bisschen zu beruhigen. Setzen Sie sich vielleicht mal hin, bitte. Ja? Also es ist ja so, eine Raumforderung, man spricht ja in der Medizin immer vom Tumor, das muss ja nicht immer sofort was Bösartiges sein. Er ist ja jung, es können viele andere Ursachen erstmal, die ursächlich verantwortlich sein. Letzten Endes, wie gesagt, er ist so ein bisschen fiebrig, wir müssen die Entzündungswerte abwarten. Man muss natürlich auch eine Biopsie entnehmen und gucken, was los ist. Das kann letzten Endes auch, das können 10 verschiedene andere Erkrankungen sein, gutartige Erkrankungen, die man behandeln kann, warum er das hat. Und das allerletzte muss man an einen Tumor immer denken, an einen Krebs. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mein Vater hatte vor ein paar Jahren Krebs. Er hat es zum Glück überlebt, aber die ganzen Therapien, das war der Horror. Und dann auch noch das mit Carsten und Sandra. Ich weiß gar nicht, ich kann da gerade nicht drüber denken. Die Unsicherheit, ob Sandra hinter ihrem Rücken eine Affäre mit Carsten begonnen hat, lässt Lola keine Ruhe. 2 Stunden später hat Dr. Athanasios Papadakis eine Erklärung für den Tumor in Carstens Hals. Und diese soll Anlass zu allerlei Spekulationen geben. Diese ganzen Untersuchungen, die wir gemacht haben, sie haben im Labor so eine mäßige Entzündungszeichnung. Sprich, mehr für einen Infekt, auch dieser Schwellung im Hals. In der MRT-Untersuchung war ja dieser Tumor zu sehen. Und da haben wir ja doch so einen Tumor, so eine Schwellung im Halsbereich, in der Nähe der Halsgabelung, der Halsgefäßgabelung. Und wir haben ja auch so eine Biopsie entnommen. Und es liegt auch das Ergebnis jetzt vor, dass es kein Krebs ist. Okay. Es ist allerdings eine Pilzinfektion. Pilze? Von Pilz, okay. Hautpilz. Okay. Die Frage ist natürlich, wie Sie da dran kommen. Wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Vom Füßen massieren vielleicht? Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich ja nicht einmischen, aber sind wir schon ordentlich da? Immer da an den Füßen. Ich habe keinen Fußpilz. Nee? Und dann jeden Tag? Haben Sie jeden Tag die Füße massiert? Von der Freundin Ihrer Freundin? Laut Krankenschwester, ja. Ich habe mich schon informiert. Ja. Der ist schon ein bisschen komisch. Und sie scheint da doch so eine Veränderung noch an der Zehennagel zu haben. Das kann natürlich schon möglicherweise eine Ursache sein.
Wenn Sie wird ja durch Kontakt übertragen, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist richtig, ja. Wenn Sie jeden Tag, haben Sie auch ohne Handschuhe massiert, die Füße der Schwester Ihrer Freundin? Ja, habe ich. Wenn man sich natürlich die Hände nicht wäscht, säubert, dann kann man natürlich diese Pilze auch übertragen, auch an anderen Körperstellen. Man packt sich ja im Gesicht an. Man kann auch teilweise Kontakt auch mit der Mundschleimhaut haben. Und das kann natürlich zu einer Verbreitung dieser Infektion mit dieser Pilzen führen. Und so kann man natürlich eine Übertragung auch von den Füßen auch in anderen Körperpartien haben. Pilzinfektionen sind aber relativ harmlos, die kann man relativ gut behandeln. Also jetzt medizinisch, laut Arzt hat das ja keine Konsequenzen. Aber für mich erschließt sich das nicht. Zwischenmenschlich mit Sicherheit schon. Ich meine, was spielen Sie denn an den Füßen Ihrer Schwägerin? Das interessiert mich allerdings auch. Da würde ich auch gerne mal drauf zurückkommen. Wieso warst du auch bei der Fahrradtour, als sie den Unfall hatte, wieso warst du da mit dem RTW? Wie kommt das? Habt ihr eine Affäre? Seid doch einfach ehrlich zu mir, bitte. Haben Sie nicht, Schatz. Carsten, ich kann das erklären. Ich erkläre das jetzt. Es ist alles meine Schuld. Wir haben vor einer Woche einen Tandemsprung gemacht. Ich weiß, du hast es verboten und er hat dir das versprochen. Aber es muss jetzt einfach mal gesagt werden. Also ich kann mit den Schuldgefühlen nicht mehr leben. Und beim Absprung habe ich dann meine Beine nicht zusammengezogen und dann hatten wir halt den Unfall. Ich habe meinen Arm gebrochen, mein Bein. Also ich hatte jetzt keinen Fahrradunfall. Tut mir wirklich leid. Da kriege ich bald Gänsehaut. Statt dir einfach ehrlich, ich nenne mich auch, statt dir einfach ehrlich zu mir sein. Ja, aber ich wusste doch, wie du reagierst. Ich bin gerade vom Schlimmsten ausgegangen. Carsten war Fallschirmsprunglehrer und er hat es damals aufgegeben, als sein Kumpel Max leider verstorben ist bei einem Sprung. Auch aus Liebe zu mir. Ich konnte sie nicht sagen, ich habe sie hoch und heilig versprochen, dass ich nie wieder springe. Ja, aber Ehrlichkeit währt immer noch am längsten. Lola hatte Angst, Carsten zu verlieren, weil sein bester Kumpel erst vor kurzem bei einem Fallschirmsprung ums Leben kam. Inzwischen erkennt die 25-Jährige aber, wohin ihr rigoroses Verbot für diesen Sport geführt hat und verzeiht ihrer Schwester und ihrem Freund die Heimlichtuerei. Dank der richtigen Medikamente bildet sich die Pilzinfektion in Carstens Hals schnell zurück und auch unter Ohnmachtsanfällen leidet er seitdem nicht mehr. Sandra wird nach einer mehrwöchigen Reha ihr Bein bald wieder vollständig belasten können.